Artikelnummer SCP-2906. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Die Foundation arbeitet derzeit mit der Abteilung für ungewöhnliche Vorkommnisse des FBI im Rahmen des Partnereinsatzkommandos Psi-12, Matt Villainy, zusammen, um Instanzen von SCP-2906 zu isolieren und zu zerstören. Alle von SCP-2906 betroffenen Unterlagen müssen durch saubere Kopien ersetzt werden. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Unterlagen zu vernichten. Unternehmen oder Betriebe, die von SCP-2906 betroffen sind, insbesondere Tarnfirmen der Foundation und Einrichtungen der US-Regierung, müssen auf eine mögliche Verbreitung des Vektors überwacht werden und alle ausgehenden Unterlagen müssen abgefangen und ersetzt werden. Alle anderen Vorkommnisse von SCP-2906 sind, je nach Fall, zu säubern, zu vernichten oder zu ersetzen. Oder seines Erzeugers ist so schnell wie möglich zu ermitteln und auf zukünftige anormale Aktivitäten zu überwachen. Nach Zwischenfall POI 1115-C wird PEK Psi-12 zusammen mit dem mobilen Einsatzkommando Gamma 13, Asimovs Gesetzeshüter, versuchen SCP-2906 einzudämmen und die Bemühungen zur Ergreifung von POI 1115, Anderson, zu koordinieren. Beschreibung: Bei SCP-2906 handelt es sich um eine modifizierte Version einer Cognito-Gefahr, die von der Foundation und ihren verschiedenen Tarnfirmen verwendet wird. Im Gegensatz zur Foundation-Version, welche das Akronym SCP verwendet, gleicht SCP-2906-Design einem @-Zeichen. SCP-2906 verhindert, dass Beobachter eine mentale Verbindung zwischen dem Objekt, auf dem es sich befindet, und SCP-2906-1 herstellen können. Entdeckte Beispiele befanden sich auf Gebäuden, verschiedenen Papierdokumenten und den damit verbundenen Firmen. Andere Beispiele fanden sich auf Verpackungen und anormaler Kunst. Geschultes Personal ist in der Lage zu erkennen, dass eine Kognitogefahr vorliegt. Es ist jedoch nicht immun gegen die Auswirkungen und daher nicht in der Lage, SCP-2906-1 erfolgreich zu identifizieren oder von SCP-2906 betroffene Objekte miteinander in Verbindung zu bringen. Die von SCP-2906 Betroffenen können die Wirkungen durch schriftliche und mündliche Kommunikation bezüglich des Vektors verbreiten. Obwohl keine umfangreichen Versuche durchgeführt wurden, kann ein gewisses Wissen über die Reichweite der Wirkung vorausgesetzt werden. Wenn ein Papierdokument mit SCP-2906 markiert wurde, kann die Diskussion über besagtes Dokument und seinen Inhalt die Wirkung verbreiten. Eine Diskussion über das Unternehmen oder die Person, um die es sich in dem Dokument dreht, verbreitet nicht die Wirkung. Bei SCP-2906-1 handelt es sich um das durch SCP-2906 blockierte Zielkonzept. Eine unvollständige Liste von Zielkonzepten, die SCP-2906 verwenden, wird im Anhang 2906-D aufgeführt. Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass dieses Konzept ein vergleichbares Wissen zur Foundation besitzt, was die Erzeugung von Kognitogefahren angeht. Anhang 2906-A. SCP-2906 wurde in San Francisco, Kalifornien am 12. April 2014 während einer Razzia auf ein Lager, von dem vermutet wurde, dass es Gegenstände, die mit POI 1115 Anderson in Verbindung stehen, entdeckt. Obwohl keine von POI 1115 hergestellten Gegenstände entdeckt wurden, wurden mehrere Kisten mit biomechanischen Prothesen und anderen Körperverbesserungen sichergestellt. Agent Donovan alarmierte sein Team über die Anwesenheit einer Kognitogefahr, während er das Lager inspizierte. Während Agent Donovan nicht in der Lage war, die genaue Quelle oder Wirkung der Kognitogefahr zu bestimmen, behauptete er, dass es wahrscheinlich mit dem gefundenen Gegenständen zu tun hatte. Ein Team von Kognitogefahrenspezialisten wurde zu der Untersuchung hinzugezogen und bestätigte, dass eine solche anwesend war. Die sichergestellten Gegenstände wurden zur Untersuchung der Anomalie nach Standort 90 transportiert und später als SCP-2906 klassifiziert und beide beteiligten Einsatzkommandos erhielten eine Behandlung mit B-Klasse Amnestetika. Anhang 2906-C. Befragt: Foundation-Agentin Lily Rondeau und Bernhard Zell von der Abteilung für ungewöhnliche Vorkommnisse, Unusual Incident Unit, von PEK Psi-12, Agentin Sascha Merlo von MEK Gamma 13. Befragung durch Alex Factor, Kognitogefahren-Spezialist. Vorwort: Kurz nach Zwischenfall POI 1115-C wurden Datenbankrecherchen zu POI 1115 durchgeführt.
Nachdem POI 1115 mit SCP-2906 in Verbindung gebracht wurde, wurde eine Befragung von PEK Psi-12 und MEK Gamma-13 durch eine auf Kognitogefahren spezialisierte Drittpartei durchgeführt. Gut, fangen wir an. Ich wurde darüber informiert, dass es sich hier darum dreht, die genaue Eigenart der Kognitogefahr und die Natur von POI 1115 AK Anderson zu bestimmen. Wenn Sie nun für das Protokoll alle Ihre Namen nennen könnten. Alex Factor. Sascha Merlo, Gamma 13. Lily Rondeau, Psi-12. Bernard Zell, Unusual Incident Unit, Psi-12. Man sollte erwähnen, dass wir nicht wirklich die Zeit hatten, die Dinge auszutesten, da sich dieses Ding unglaublich leicht verbreiten konnte. Die Natur der Sache macht es auch schwierig zu sagen, wie viele sich da draußen rumtreiben. Die Infos in dem Dokument sind alles, was wir haben. Verstehe. Hatten Sie die Gelegenheit, die Regeln herauszufinden? Seine was jetzt? Naja, alle Kognitogefahren haben Regeln. Sie funktionieren, weil sie sich in einer vorhersehbaren, konsistenten Art und Weise verhalten. Wir sind hier nicht beim Fußball und ich muss nicht nochmal wiederholen, was sowieso schon in den Unterlagen steht. Wenn ihr also nichts anderes wissen wollt, dann... Was ist mit der Verbindung zu Anderson? Keine Ahnung. Hab noch nie von dem Typen gehört, bevor wir eine Razzia in einem seiner Warenhäuser gemacht haben. Anscheinend... Red nicht einfach so darüber. Du verbreitest noch das Skip. Schau, das ist nicht mein Punkt. Anderson ist eine Person oder... Ich schätze auch der Name einer Gruppe, zu der die Person gehört. So oder so, sie produzieren anomale Robotik und Verbesserungen. Haben die Agenten dort irgendetwas gefunden, was eine Verbindung zu Anderson haben könnte? Nach ihren Aussagen? Nein. Also nur... Teile, genau solche, die er auch herstellt? Ja. Wie kommt es dann, dass manche Leute in der Lage sind, die Verbindungen zu ziehen? Ich hatte mir die Unterlagen angeschaut und mir erlaubt, etwas auszuprobieren. An diesem Punkt händigt Factor Kopien der Unterlagen zu SCP-1360 an alle Beteiligten aus. Ich habe den Agenten nach ihrer Befragung die gleichen Unterlagen ausgehändigt, ein paar Fragen gestellt und herausgefunden, dass... Aber ihnen wurde Anästhetika verabreicht. Kognitogefahren... Naja, informationelle Gefahren im Allgemeinen wirklich wird man nicht so einfach los. Wie auch immer, Sie erinnern sich an Anderson und können ihn und 1360 als zusammengehörig identifizieren. Aber Sie können nicht das, was Sie gefunden haben, identifizieren. Ich habe mit anderen Fällen von 2906 getestet. Man kann den Vektor oder das Objekt nicht mit demjenigen verbinden, der ihn erstellt hat, aber man kann alles andere identifizieren, was zu ihm gehört. Aber wenn du einen Brief mit dem Skip drauf geschickt bekommst und in diesem wird ein Produkt erwähnt, dann assoziierst du das Produkt nicht mit der Person, die den Brief geschickt hat. Du weißt dann einfach nicht, wer dir den Brief geschickt hat. Nein, das ist nicht wahr. Stellen Sie sich eine Schachtel mit einem Spielzeug darin vor. Wenn man jemandem ein Bild von der Schachtel mit dem Vektor darauf zeigt, wird er den Vektor nur mit der Schachtel assoziieren. Sagt man ihm aber, dass er sich ein Bild von einer Schachtel mit einem Spielzeug darin ansieht, und zeigt ihnen dann das Bild mit dem Vektor, dann wird er diesen sowohl mit der Schachtel als auch mit dem Spielzeug assoziieren. In diesem Fall muss unser Einsatzkommando neu geschult darin werden, wie man die Sache angehen sollte. Ich hoffe wirklich, dass sich das nicht noch weiter verbreitet, als es schon ist. Ihr habt das bei einer Razzia von Andersons Lager gefunden, richtig? Das heißt vermutlich, dass das aus Andersons Feder stammt und sehr wahrscheinlich lässt der Bastard das auch andere Leute oder Firmen nutzen. Unsere UIU-Ressourcen würden noch weiter ausgedünnt werden, als uns lieb ist. Keine Ahnung, wie viel wir noch in die Verfolgung Andersons stecken können. Naja, deswegen bin ich ja hier, nicht wahr? Wir haben ja bereits Erfahrung mit seiner Robotertechnik. Es wäre also kein Problem, sich um die Eindämmung von dem hier zu kümmern. Also schnappen wir uns Anderson und versuchen zu verhindern, dass er neue Artikel herstellt? Stoppe die Quelle, stoppe die Anomalie. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Inzwischen werden vermutlich einige andere den Vektor besitzen, was die Sache aussichtslos macht. Vertraut mir, wir jagen ihn jetzt schon eine ganze Weile. Es ist eine Qual. Anhang 2906-E. Am 27. Juni 2014 ging ein Schreiben bei Standard 64 ein. Auf dem Briefumschlag, in dem er zugestellt wurde, wurden abseits einer Briefmarke keine weiteren Markierungen gefunden. Hallo Leute. Ich habe mit Robert über unser kleines Projekt gewettet. Ihr wisst ja, wie er zum Glücksspiel steht. Als Vertrauensbeweis meinerseits werde ich euch regelmäßige Updates über unsere Arbeit und unsere Adresse zukommen lassen. Als Gegenleistung erhält ihr einen viel größeren Veranstaltungsort als ursprünglich vereinbart. Ich werde nächste Woche weitermachen, da wir gerade mitten in einem Umzug sind. Also,
Kommt vorbei, wenn ihr es jemals herausfinden solltet. Ich bin sicher, ich habe ein paar ziemlich coole Sachen, die ich euch zeigen kann. Genießt in der Zwischenzeit das Geheimnis und macht weiter mit der guten Arbeit bei der Eindämmung. Euer Freund, Anderson. PS. Lasst mich wissen, ob meine neuen Freunde es geschafft haben, vor euch in das Autokino in Indiana zurückzukehren.